Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Foundation. Gleichzeitig ist das jetzt hier auch die letzte Folge der ersten Staffel Foundation. Heute nehmen wir Abschied von Großplanken. Ich hatte euch bei der letzten Folge gefragt, was ihr davon haltet, eine neue Staffel zu beginnen. Und dieselbe Frage habe ich auch in meiner Discord-Community gestellt. Die Antwort lautete dann natürlich auch wie folgt: Wir fangen gerne nochmal neu an. Das ist eine gute Chance darauf, das Spiel nochmal von vorn zu lernen und so weiter. Das werden wir also tun. Und ich glaube, dann sehen halt auch die Gebäude so ein bisschen weniger chaotisch aus, als sie es jetzt momentan tun. Also das Herrenhaus war früher mal so ein bisschen anders gestaltet. Inzwischen hat es den ein oder anderen Upgrade erhalten und diese beiden Teile hier, die sehen sehr, sehr seltsam aus. Ich glaube, die gehören so auf jeden Fall nicht. Wir haben gemerkt, dass es in diesem Spiel momentan so ein paar Ecken und Kanten gibt, die ich nicht mehr wirklich gut glatt gezogen kriege. Genauer gesagt, das ist etwas, das ich in meinem Spiel wirklich an manchen Stellen schon vor dem letzten Update gemerkt habe, aber es war nicht so brutal. Inzwischen fällt es halt wirklich sehr, sehr stark ins Gewicht. Unter anderem die ganze Sache mit den Soldaten, das Aufsteigen der Bürger um den jeweiligen Rang, also ich muss sie selbsttätig befördern. Die Wirtschaft an sich läuft auch nicht mehr ganz so rund. Insofern nutzen wir die Gelegenheit und basteln irgendwann mal was Neues. Das heißt irgendwann, das fängt dann auch schon gleich nächste Woche an. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich werde die Küstenkarte spielen. Wir werden auch ein paar Mods verwenden. Da. Auftrag fehlgeschlagen. Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Und wir haben mal wieder einen freundlichen Boten, der ja, in unserer Taverne steht. Was soll denn jetzt hier gemacht werden? Brot. Ich glaube, mal Brot können wir uns gerade so leisten. Wo sind denn unsere Punkte hin? Hallo? Okay, es gibt jetzt hier einen Army Manager, es gibt einen Estate Manager. Oh, es sind wirklich ein paar Sachen richtig ganz neu. Aber wo sind die Punkte? Es gab hier doch mal, hier ist das. Ah, ich habe das gerade angeklickt und gar nicht gemerkt gehabt. So, Estate Manager. Wir haben hier 313 Einfluss im Königreich, beim Klerus 85 und bei der Arbeiterschaft 90. Ja. Ich glaube, oh, wir können uns eine Mönchstatue kaufen. Das ist cool. Und einen Handelsbonus. Yeah. Das sind so Sachen, die ich mir vorher nicht gekauft hatte. Das geht hier auch. Jetzt wird es hier immer noch weniger. Also diese Übersicht ist ja schon ziemlich geil. Sowas hätte ich mir früher auch mal gewünscht. Das war halt noch ein bisschen chaotischer, aber ist egal. Dann werde ich jetzt einfach mal da Punkte rein investieren, wo ich die wenigsten habe. Ich werde dem Klerus helfen. Hoppala. Huch, jetzt reite du hier auch noch weg, Junge. Das kann ich Ihnen jetzt schon schicken. Alle sind glücklich. Wunderbar. Das gibt hier schon mal fette Punkte. Super. Eieiei. Ich vergesse immer, dass diese Boten immer mit mega Tempo losziehen. Das ist echt schlimm. Also, wir werden uns diese Folge jetzt noch ein bisschen damit beschäftigen, die Taverne fertig zu bauen. Denn die ist ja noch nicht ganz fit hier. Und noch ein bisschen Nostalgie üben, denn ehrlich gesagt, ich mag es ja eigentlich. Also Großplanken hat mir von der Entwicklung her sehr gut gefallen. Ich hätte mir noch ein paar mehr Deko-Elemente gewünscht, aber die werden wir uns in der nächsten Staffel auf jeden Fall über Mods reinziehen. Oh, Himmel. Ja, Mobs gibt es hier glücklicherweise keine, zumindest keine feindlichen. Oh my. Oh, oh, oh. Ich fange schon an, interessante Dinge zu reden. Also ihr seht hier, es dauert nicht mehr lange und unsere Taverne ist auch fertig. Hier haben sie, glaube ich, ein bisschen geupgradet. Das sieht auf jeden Fall schon recht schick aus. Ja gut, der schwebende Kamin ist halt so ein bisschen strange, aber naja, ne, man kann ja nicht alles haben. Aber ich finde die halt auch so schon sehr, sehr geil. Also kann man echt nichts sagen. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Nur noch ein paar Steine. Dann können wir ja mal ein bisschen Party-Stimmung hier machen, ein bisschen schneller laufen lassen. Und es werden hier unglaublich viele Wohnhäuser ausgebaut. Ich merke das schon. Und hier kommen die Fischer und fahren mit ihren kleinen Bötchen auf den See raus. Und holen sich dann erst einmal ordentlich Fische. Ja, Leute, ihr kriegt das hin. Hölzerner Bergfried fertiggestellt. Okay, der ist auch geupgradet. Sehr schön. Jetzt fehlen hier nur noch ein paar Steine. Ich hoffe mal, dass sie das hier noch
gebacken kriegen. Okay, von den zwei vorbeilaufenden Passanten möchten null in unserem Dorf teilwerden. Das ist aber nicht sehr nett, Leute. Echt jetzt, das ist so ein schönes Dorf. Okay, wir haben 10 Leute, denen es an Glauben fehlt, einem fehlt es an Wasser und 86 haben nicht genug zu essen. Okay, also ich würde mal sagen, die Versorgung muss ich etwas besser planen. Oh mein. Aber hier wird jetzt gerade auch richtig heftig gebaut irgendwie. Also ich habe das Gefühl, hier wird überall geupgradet. Also richtig hart. Ich hoffe mal, dass das mit den Steinen noch irgendwie funktioniert. Haben wir hier noch jemanden, der hier arbeiten könnte? Nö. Aber die hauen hier sowieso ordentlich Steine durch. Okay, die ganzen Wohnhäuser, die werden hier fertig. Geil. Also das war natürlich so ein bisschen mein Traum, dass sich dieses kleine, beschauliche Dörfchen so langsam richtig entwickelt. Und wir haben momentan ein wirtschaftliches Plus von 626, das ist doch auch schon mal schön. Da freue ich mich. Endlich sind wir mal nicht total pleite oder nahe an der Ecke dran. So, jetzt glaube ich aber mal, dass ich Ihnen sage, hier bitte baut mal bitte an der Taverne ein bisschen schneller. Also, sorry, aber das ist doch sagenhaft hier, die Aussicht. Ich finde das so schön, wenn man von hier aus blickt, guckt man an diesem Berg vorbei in Richtung der gesamten restlichen Anlage. Das ist einfach... Oh, ich mag's. Im Ernst. Und hier ist unser Kloster zum schwebenden Stein, an dem wir ja auch einige Folgen gebaut haben. Das hat sich wirklich prächtig entwickelt. Also mir gefällt das einfach super. Ah. Also ein bisschen nostalgisch bin ich ja schon. Den Safe werde ich auf jeden Fall aufheben. Wer ihn gerne haben möchte, um selbst weiterzuspielen, ich kann ihn gerne zuschicken. Sagt mir einfach Bescheid. Dann kriegt ihr euer Großplanken ganz schön nach euch in euer Zuhause. Meine Güte, ey, meine Zunge ist heute mal wieder viel langsamer als der Kopf. Das ist schlimm. Irgendwann werde ich dann wahrscheinlich noch geistig 10 Kilometer voraus sein und mein Mund versucht immer noch, das alles dann zu formulieren. Ach ja. Oder hier, der Weizenhügel. Es war ein etwas ungewöhnliches Design, aber wir haben es beinahe durchgezogen. Oh Mann. Also zumindest können sich unsere... Wow, es will hier niemand leben. Das ist so traurig. Aber gut, es sind ja auch immer mehr Dinge, die hier fehlen. Also die Wirtschaft ist echt im Arsch. Ich müsste hier, denke ich mal, extrem umbauen, um das irgendwie ins Laufen zu kriegen. Und das möchte ich weder mir noch euch antun. Ich gebe zu, ich baue dann lieber neu und mache es dann beim nächsten Mal besser. Ich habe ja über die Wochen und Monate hinweg bei diesem Spiel auch ein bisschen was gelernt. Und ich meine, hallo, inzwischen sieht es ja auch echt klasse aus. Die haben hier so viele Verbesserungen reingeballert. Und allein diese Häuser, die sind so schön. Echt jetzt, ich stehe da voll drauf. Gut, die schwebenden Schuppen, die sind halt noch so ein bisschen schlecht. Ich wollte jetzt nicht die kleine Schwester von sagen. Und hier haben wir unsere erste große Kirche. Das war natürlich, das war so richtig das erste fette Bauprojekt, das wir überhaupt gemacht hatten. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Und vielleicht dürfen wir ja irgendwann auch mal tatsächlich Pastoren einsetzen, die dann hier in den Kirchen den Leuten den Glauben nahebringen. Und hier auf dem Markt ist voll Party. Nochmal eine Kirche. Ah, ich mag's. Ah, hier oben wird dann auch schon die Waffenschmiede gebaut. Das finde ich auch sehr sympathisch. Schön. Das läuft. Und hier sind unglaublich viele Wohnhäuser, die irgendwie ausgebaut werden. Also ich habe jetzt hier durch diese Beförderungswelle in der letzten Folge offensichtlich einen absoluten Bauboom entfesselt. Also das ist schon fast so ein bisschen wie hier in der Gegend, wenn die Regierung mal wieder irgendwelche Zuschüsse für Häuslebauer und Renovierer raushaut. Weil dann sieht man auch nur noch im Sommer die ganzen Leute irgendwie an ihren Häusern rumdengeln. Naja. Ist halt so ein Ding, ne? Ach Gott. Aber es gefällt mir einfach. Ich mag das Design der Häuser sehr. Ich mag auch überhaupt dieses leicht beschauliche. Okay, momentan ist es nicht beschaulich, weil die hier rumrennen wie die Irren. Aber ich mag die Entwicklung bei Foundation. Ich bin richtig froh, dass ich dieses Spiel gefunden habe. Und dass wir das jetzt halt auch wirklich über längere Zeit verfolgen konnten. Das macht Spaß. Also so Sachen gefallen mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich über die Jahre hinweg weiterhin interessante Spiele entdecken werde. Upsala. Oh! Es haben sich zwei Leute entschieden, bei mir Part zu werden. Das ist ja mal geil. Trotz der schlechten Lebensbedingungen. Nur den Leuten fehlt es an Essen und an Glauben und überhaupt an allem. Eieiei. Meine Güte. Also unsere Bude brennt hier so ein bisschen.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch unsere Taverne so ein bisschen schwebt. Also hier unten fehlt eigentlich noch ein bisschen was. Ah. Also ich hoffe ja mal stark, dass das noch irgendwie gefixt wird. Weil hier die Füße der Bauleute zu sehen, während die hier rumdengeln, das ist einfach so ein bisschen strange. Also, liebe Leute, das könnt ihr doch besser. Oh, wir könnten ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen Deko setzen können. Vielleicht ist ja mehr dazugekommen. Mal schauen. Bin ich jetzt doof? Hier, Schafstatue. Das ist echt so kaputt. Holztor. Okay, das ist auch neu. Ich glaube aber mal. Huch! Ich könnte jetzt wieder irgendwelche Leute befördern. Will ich das überhaupt? Ich weiß es noch nicht. Okay. Oh, die wollen alle mehr Geld. Was ist das denn für eine Scheiße? Nö. Oh ja, ich glaube, den Steuereintreiber, den befördere ich auf jeden Fall. Damit wir mehr Geld verdienen. Das ist sehr wichtig. Und bessere Steinschläger können wir auch brauchen, dann sind die effizienter. Oh ja, die Träger, die sind auch so ein bisschen im Arsch. Ja, nochmal so ein Baumeister und ein Steinmetz. Hier. Gut, genug Beförderung. So viel Geld haben wir nicht. Sehe ich aus wie Krösus oder was? Im Ernst. Geht ja nicht. Also, wo hatten wir den Zierstrauch? Der muss hier noch hin. So. Okay, das ist doch mal nett so. Ich könnte jetzt natürlich noch so einen etwas engeren Eingang machen, indem ich hier eine Hecke pflanze, aber ich finde das eigentlich sogar schon ganz schön nett so. Also es macht schon genügend her. Wir könnten hier noch so einen Zierstrauch hinsetzen, dann wird das auch noch ein bisschen schöner. Ja, Zierstrauch ist immer gut. Man kann nie genug Ziersträucher haben. Und ich glaube, wir brauchen hier definitiv. Ah ja, die Rohstoffe sind jetzt alle da, jetzt müssen sie hier nur noch dran arbeiten. Nein, wir machen jetzt keine weitere Militärmission, sonst sind meine armen Soldaten ganz schnell platt. Eieiei. Aber ich muss ja schon mal sagen, das Spiel hat sich auch jetzt im letzten halben Jahr, in dem ich es gespielt habe, wirklich mega entwickelt. Also die Texturen scheinen mir sauberer geworden zu sein. Es sind neue Produktionsketten dazugekommen. Allein dieses modulare System mit den Tavernen, das ist einfach wunderbar. Also die Idee allein, die gefällt mir so gut. Da könnte ich wirklich ewig mit dran rumschrauben und ich werde auch sicherlich in der nächsten Staffel Foundation so das ein oder andere noch hinzufügen. Weil ich mir denke, dass das einfach sehr viel Spaß machen wird. Also ein bisschen Schönbau zu betreiben. Mal gucken, brauchen wir hier noch einen? Ja, wir brauchen hier noch einen. Haben wir denn noch irgendwelche offenen Jobs? Beliebtheit, Produktivität, okay, nee. Arbeitsplatzsister. Haben wir denn jetzt noch irgendwas? Wir könnten hier noch einen Bergmann zuweisen. Okay. Was fehlt denn hier? Träger könnten wir noch. Oh, okay. Okay, irgendwie will hier niemand sammeln. Was ist das denn? Fehlen uns jetzt hier noch ein paar Arbeitslose oder was? Bewohnerliste. Ich guck mal, ob wir hier irgendwelche Arbeitslosen haben. Okay, wir haben hier ein paar Mönche. Wir haben Winzer. Aber keine Arbeitslosen. Ich muss wahrscheinlich erstmal warten, bis die Leute dann tatsächlich hier irgendwo angekommen sind. Ihr dürft dann gleich alle in Lohn und Brot. Und es geht hier voran. Also es dauert jetzt nicht mehr lange, bis diese Taverne auch fertig ist. Da freue ich mich ja schon mal. Go, 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 Leute. Baut mal hier ordentlich. Die schönste Taverne mit echt ultra geilem Meerblick. Okay, wir sehen Fischerboote, aber seien wir mal ehrlich, Leute, die heutzutage ans Meer fahren, um sich zu erholen und dann in irgend so einem pittoresken Fischerdörfchen in England oder Frankreich oder so Urlaub machen, die sehen genau sowas. Also, ne? Okay, die Schafstatue ist fertig. Ich muss mal gucken, wo ich sie eigentlich hingesetzt hatte. Da. Die ist ja mal so geil. Alter, eine Schafstatue. Ich glaub's nicht. Oh. Hier abgebildet ist Mr. Fluffy, der Retter vor der endlosen Kälte, welcher genug Wolle zur Verfügung stellte, um die Dorfbewohner über 120 Tage lang zu wärmen. Und ich kann rein theoretisch auch einen anderen Text schreiben, wenn ich das will. Ach, das ist ja geil. Super Idee, Leute. Super Idee. Oh, das mit der Schafstatue ist so gut. Oh.
Ein Gesandter aus der Image 1 bittet um eine Audienz. Ja, nee, Junge, ich habe kein Geld. Vergiss es, geh weg. Also diese Schafstatue, die ist echt der Brüller des Jahres. Meine Fresse. Sehr gut. Oh, wir haben neue Bürger. Das heißt, ich kann die gleich mal auf Arbeitsplätze verteilen. Ich werde das jetzt aber auch mal tun. Sonst vergesse ich das wieder. Upsa, nope. Wo haben wir denn jetzt hier fehlende Leute? Wir haben... Hier, wir brauchen dringend Sammler. Damit die Nummer hier ein bisschen besser läuft. Also im Ernst. Wir brauchen Essen. Kein Wunder, dass es hier nichts gibt, wenn die Sammlerhütten irgendwie immer leer sind. Also das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so krass ist. Irgendwie wurden die wohl zwischendrin umverteilt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da Leute zugewiesen hatte. Egal. Man muss nicht alles verstehen. Yes! Und die Taverne ist fertig und sie ragt in den Boden rein. Ist das nicht hart? So. Ist jetzt der Typ endlich angekommen? Ich möchte, dass du hier arbeitest. Offensichtlich nicht. Egal. Also, wir haben hier eine super Taverne. Mal gucken. Hier. Oh, ich könnte einen Koch noch zuweisen, der aus Wildschwein und Käse eine Mahlzeit macht. Ja, gut. Das wäre natürlich eine Idee. Oh, und man sieht jetzt hier auch die einzelnen Teile gehighlightet, wenn man an den einzelnen Stellen hier über diese Liste fährt. Oh, das finde ich ja cool irgendwie. Dann kann man auch gleich sehen, wo man eventuell bearbeitet. Oh, ihr Entwickler, ihr seid gut. Im Ernst, ich bin euer Fan. Das ist echt der Brüller hier. So. Ach, falsche Liste. Gucken wir doch mal, was haben wir hier? Wo war denn jetzt hier der Sammler? Da fehlt doch noch einer. Muss doch inzwischen angekommen sein. Ja, bist du. Also, wir haben hier eine wunderbare Taverne mit Meerblick, die wirklich toll aussieht und mir sehr gut gefällt. Wir haben das Kloster des schwebenden Steins. Das größte Bauprojekt bisher, an dem haben wir auch wirklich am allerlängsten gefrickelt. Dann haben wir dieses neu entstandene Dorfzentrum, wo jetzt die ganze Arbeiterschaft werkelt. Und natürlich die schicke neue Schafstatue, die ich einfach grandios finde. Wir haben unsere Weinberge, wo die Brüder eifrig bestrebt sind, lecker Wein zu produzieren. Wir haben hier eine neue Ecke für Bauern. Und hier kommen wir dann in den alten Teil des Dörfchens. Also das erste Herrenhaus, das wir gebaut haben. Hier der Marktplatz direkt am Meer dran. Die verschiedenen Fischerdörfer, die verschiedenen Fischerhütten. Unsere erste wirklich große Kirche, die inzwischen von unglaublich vielen Bürgerhäusern umrundet ist. Ich finde das richtig geil, das sieht doch richtig gut aus inzwischen. Unsere erste Taverne, die noch ein bisschen sehr bescheiden anmuten mag, aber trotzdem unglaublich schick ist. Also da habe ich dann das erste Mal hier im Live-Game mit dem Tavernenpool ein bisschen rumspielen können. Also es wird, gefällt mir sehr gut so. Dann hatten wir hier hinten unser Steuereintreibegebäude. Auch wieder ein Herrenhaus, dieses Mal aber mit Finanzamt mittendran. Und unsere ersten Milchbauernhöfe, die wir inkludiert haben, als das dann im Spiel auch verfügbar wurde. Das war das Fall-Update. Ah. Und natürlich unser wunderbarer Hügel mit den vielen Weizenfeldern. Ihr seht, Großplanken hat sich über die Zeit hinweg wirklich fett entwickelt. Hat auch für mich sehr viel Spaß gebracht. Ich finde dieses Spiel einfach super entspannend. Ich schalte das ein, ich höre diese entspannende Musik und denke mir jedes Mal so, ah, alles gut. Das ist so schön. Ich weiß nicht, das ist einfach für mich ein Spiel, das ich immer wieder spielen werde. Allein, weil man dabei so wunderbar abschalten kann und man muss sich keine Gedanken drum machen, dass jetzt hier gleich der Räuber von nebenan kommt und ich hier irgendwie eine Verteidigung hochziehen muss. Nein, es ist einfach ein schöner, entspannter City-Builder. Und nicht zu vergessen, man kann geile Brücken damit bauen auf Felsen, bei denen man sich irgendwann mal ansiedeln möchte, aber noch nicht weiß, was man hier bauen möchte. Irgendwann vielleicht. Mal schauen. Oder aber, wenn ihr den Großplanken safe haben möchtet, sagt mir Bescheid, ich schicke ihn euch gerne. Dann könnt ihr hier nämlich weiterbauen.
Natürlich müsst ihr natürlich so ein paar wirtschaftliche Probleme lösen. Wobei ich gerade irgendwie keines habe. Denn durch Handel kommt gut rein und durch die entsprechenden Tageseinnahmen auch. Also ich denke mal, wir sind hier auf der sicheren Seite. Das ist recht entspannt. Naja, gut, die Waffenschmiede könnte jetzt noch ein bisschen besser werden. Wir brauchen auch ein bisschen neue Werkzeuge und so. Das läuft jetzt gerade noch nicht so gut. Aber ich glaube mal, wenn ihr wirklich darauf Bock haben solltet, hier was zu werkeln, ihr kriegt das auf jeden Fall hin. Und wir haben hier sehr, sehr viel... Oh! Ja, die Schmiede schlagen inzwischen tatsächlich auch mit ihren Werkzeugen auf glimmendes Metall drauf. Das ist geil. Also sie prügeln nicht mehr den Kopf einfach nur hier gegen die Hesse. Ah, das ist so gut. Oh Mann, herrlich. Tja, ihr Lieben, das war's. 69 Folgen Großplanken. Ich hoffe, ihr habt euch dabei genauso gut amüsiert, wie ich das getan habe. Upsa. Jetzt dachte ich mir, ich mache hier so einen cineastischen Weg über die Stadt. Immer schön rückwärts. Und dann lande ich im Felsen. So. Das hier war Großplanken. Auch dank eurer Ideen wurde es bereichert und ausgebaut. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Staffel, wenn wir dann neue lustige Dinge herausfinden, neue Dinge bauen und vor allem sehen, was die Entwickler uns noch in dieses wunderbar coole, entspannende, chillige Spiel einbauen werden. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass ihr Fans geworden seid. Ich hoffe, wenn ihr es selber spielt, habt ihr mindestens genauso viel Spaß wie ich dran. Und wir sehen uns in der nächsten Staffel. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine super schöne Zeit mit Foundation und natürlich den Nerdgedanken. Bis dahin und tschö!